Stoch, stoch, bring mir bald ein Kind, lieber Brüderli, gell? Die Leute haben gelacht und der Vater ganz einen roten Kopf. Er hat mich weggeführt und Sepp hat mich Wunder genommen. Er hat doch sonst so viel Geduld gehabt mit mir. Aber ich habe nur gedacht, ob es sei, dass ich zum Storch da können sagen und hat mit mehr oder weniger Geduld auf den Brüdel gewartet. Bis da, wo mein Gespann vom zweiten Haus an dran, da liest, der aufgesprungen ist. Sie ist kaum zum Schnaufen gekommen, weil sie zum Springen an noch gerufen hat. Du Kerli, warte mal. Ich muss euch sagen, ich habe heute einen neuen Bruder bekommen, einen Willi. Da bin ich sprachlos gewesen. Was? Alice, einen neuen Bruder, wo sie doch schon genug Brüder hatte. Im Stil habe ich angefangen aufzählen, also der Ueli, der Jakob, der Kuhn, der Hans und jetzt auch einen Willi. Doch hat doch etwas nicht stimmen. Da hat doch der Storch das Kind an eine ganz letzte Sorte getan. Ist der überhaupt gespässig? Bei Jakobs hat er 12-mal ein Kind gebracht, bei Kallas 9-mal, beim Schuhmacher auch 9-mal, bei Niederas 5-mal, bei Lankas 6-mal und bei uns geht 2-mal. Dabei habe ich das Kind beim Storch selber bestellt. Hat, geht der Löwenwirt wie alle Morgen zum Brunnen an, er will mit dem Kistel Wasser für die Ross schöpfen. Was ist denn da, Hops? Sagt er von sich an. Zuerst sieht er gerade zwei dunkle Blätter zum Wasser ausschauen. Und jetzt gewarnt ihr das Figürli, die nackten Mädel, wie er immer gesagt hat. Ja, nochmal vom Sockel besteigen. Zwei etwa fingerdicke, rostige und gegen Brunnenröhren führen gekrümmte Eiszäpfen sind alles. Wenn er da jetzt gesehen ist. Und wieder eine Weile später ist im Löwen wie gesehen. Das Wasser am Brunnenrand noch. Sei rot gefärbt. Er greift, ohne dass er nicht will, an eine von diesen beiden Blättern an. Er ist tüchtig. Nein, es geht ein Liesli. Luftblätter steigen auf. Der Löwenwirt bückt sich tief und weit über den Brunnen an die. Himmel, Donner, da liegt jemand drin. Er greift tief ins Wasser rein, packt den schwarzen Klumpen, lupft ihn auf und zücht den Hanulrich Gell. Sein Nachbar zum Brunnen trug aus. Der Löwenwirt sagt Wedi, dass der Gerle rumlebt. Und lädt gleich beim Brunnen zu, auf den Boden ab. Jahrgang 60. Aber auf die Welt kam der erste, der noch geheiratet hat.